Der Sportpark Höhenberg ist eine Sportanlage im Kölner Stadtteil Höhenberg. Das zur Anlage gehörende Fußballstadion ist die Heimspielstätte des Fußballvereins FC Viktoria Köln und der American Football Mannschaft der Cologne Crocodiles. Die erste Sportanlage wurde im August 1921 eröffnet. Das vom VfR Köln 04 gebaute VfR-Stadion war als reines Fußballstadion konzipiert und fasste 30.000 Zuschauer. Das Stadion wurde zwischen 1921 und 1931 in ein Leichtathletikstadion umgestaltet und die Kapazität auf 18.000 Plätze reduziert. Die Wiedereröffnung als Sportpark Höhenberg fand am 20. September 1931 vor 8.000 Zuschauern mit einem Freundschaftsspiel des VfR gegen Schalke 04 statt. Eine Sitzplatztribüne gab es erstmals 1969 als überdachte Stahlrohrtribüne. Kurz danach wurde auch die Gegengrade mit Stehtraversen befestigt. Ab Ende der 1980er Jahre wurde eine neue Sitzplatztribüne errichtet sowie die Gegengrade weiter befestigt. In diesem Zusammenhang wurde die Laufbahn entfernt und das Stadion ist seitdem wieder ein reines Fußballstadion. In den 1990er Jahren hieß das Stadion zeitweise Flughafenstadion, da der Hauptsponsor des damaligen Regionalligisten SCB Preußen Köln die Flughafen Köln-Bonn GmbH die Namensrechte erworben hatte. 2011 wurde die Anlage für den Spielbetrieb in der NRW-Liga renoviert. Ab Mai 2012 wurde eine Flutlichtanlage errichtet, um die Sportstätte für die Regionalliga tauglich zu machen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Nach dem Aufstieg von Viktoria Köln in die dritte Liga zur Saison 2019-2020 wurde das Stadion durch Zusatztribünen auf die erforderliche Zahl von 10.001 Plätze erweitert. Nach der Senkung der Mindestkapazität für Drittligastadien zur Saison 2022-2023 durch den DFB entschied man sich für die Demontage eines Teils der 2019 errichteten Stahlrohrtribüne. Zur Saison 2021-2022 wurde der Sportpark Höhenberg Endspielstadion des Mittelrheinpokals. Der Fußballverband Mittelrhein legte den Standort bis 2026 fest. Der Sportpark Höhenberg in Köln hat eine Kapazität von 8.343 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 3.226 Sitz- und 5.117 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosteten in der gerade abgelaufenen Saison zwischen 5 und 22 Euro. Kommen wir wieder zu meinen Hinweisen zur Anreise. Wie immer mache ich euch einen Link dazu zu meinen Tipps unten in die Beschreibung hinein. In unmittelbarer Nähe des Stadions gibt es nur wenige Parkplätze. Es wird daher darum gebeten, auf die öffentlichen Parkplätze in der Umgebung auszuweichen. Für mobilitätseingeschränkte Zuschauer steht ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu den Stadioneingängen zur Verfügung. Die Zufahrt ist nur mit einem gültigen, ausgedruckten Parkausweis möglich. Dieser ist bei der Einfahrt vorzuzeigen und dann sichtbar hinter der Windschutzscheibe anzubringen. Gegen Vorlage des blauen EU-Parkausweises erhalten Rollstuhlfahrer einen kostenlosen Parkplatz am Günter-Kuxdorf-Weg nahe des Haupteingangs. Für diejenigen unter euch, die mit dem Fahrrad kommen, stehen rund um das Stadion in direkter Stadionnähe genügend Fahrradstellplätze zur Verfügung. Die Haltestelle Sportpark Höhenberg wird von der KPV-Linie 1 angefahren. Vom Bahnhof Köln-Messe-Deutz beträgt die Fahrzeit 8 Minuten. Außerdem ist die Anreise vom Bahnhof Köln-Mülheim mit den Buslinien 151, 152 bis zur Haltestelle Sportpark Höhenberg möglich. Von dort sind es noch ca. 400 Meter zu Fuß bis zum Stadion. Die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Eintrittspreis enthalten, sofern man bei Anreise im Besitz einer gültigen Eintrittskarte ist. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadionmenü. Zum Schluss, ihr wisst es inzwischen, kommt noch meine Bewertung des Besuchs. Die Bewertung spiegelt nur meinen Eindruck des Besuchs wider. Andere können und dürfen durchaus eine andere Meinung haben. Jetzt geht's aber los. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist vom Bahnhof Köln-Messe-Deutz wirklich sehr gut zu erreichen. Der Fußweg von der Haltestelle Sportpark Höhenberg zum Stadion ist sehr kurz. Ich bin recht früh angereist und kam auch sehr gut vom Bahnhof wieder weg. Ich frage mich aber, ob das, wenn die Masse der Zuschauer kommt, dann immer noch der Fall ist.
Die Taktfrequenz beträgt 10 Minuten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann schnell problematisch wird. Daher von mir 9 von 10 Punkten. Stimmung. Obwohl es sich eigentlich um ein Auswärtsspiel des SC Preußen Münster handelte, war es aufgrund der Masse an mitgereisten Fans praktisch ein Heimspiel. Dementsprechend war auch die Stimmung, die die Gästefans verbreiteten, einfach nur top. Von den Fans der Viktoria habe ich so gut wie nichts gehört. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass normalerweise weit weniger Gästefans mitkommen, dann kann ich hier leider nur 6 von 10 Punkte geben. Stadionmenü. Die Bratwurst und das Kölsch haben sehr gut geschmeckt. Was ich aber nicht so ideal fand, ist, dass es eigentlich nur einen Getränkestand gab. Mehr habe ich jedenfalls nicht gesehen. Daher 7 von 10 Punkten. Sicht. Die Sicht ist zumindest auf der Haupttribüne völlig in Ordnung. Auf der Gegengeraden gibt es nur Stehplätze, deren Sicht durch den Zaun eingeschränkt ist. Außerdem handelt es sich da auch um den Gästebereich. Und wenn dann noch Zaunfahnen aufgehangen werden, ist die Sicht für einige noch weiter eingeschränkt. 7 von 10 Punkten. Stadion. Beim Sportpark Höhenberg handelt es sich um ein Stadion, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Das meine ich jetzt nicht böse. Man erkennt es aber zum Beispiel an der Haupttribüne. Damit mehr Zuschauer Platz haben, wurde in der einen Kurve eine Stahlrohrtribüne gebaut und in der anderen steht das VIP-Gebäude. Das sind schon irgendwie krasse Gegensätze. Das macht aber das Stadion aus und gibt es seinen gewissen Charme. 7 von 10 Punkten. Insgesamt kommt damit der Sportpark Höhenberg auf 36 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 18. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr kennt das. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, dann schreibt es mir unten, was euch fehlt, in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in der neuen Saison dann wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Stadiontester.